Spiel hier zum ja, Satz des. Was willst du sagen? Wie spricht man das aus? Mouvre. Mouvre. Moifre. Moifre. Was sagt Google Übersetzer? Moifre. Ja, guter Mann gewesen. Ja. Hat eine wichtige Regel erstellt. Wird ein recht knappes Video, aber sehr wichtig für das folgende Rechnen mit den komplexen Zahlen. Wir haben einfach mal hier unsere Polardarstellung. Ne? Und wenn wir den Fall haben, dass wir diese Polardarstellung hoch n rechnen müssen, oder wir, oder in diesem Fall hoch n, folgt, dass wir dieses n einmal in den Cosinus reinziehen können, also n mal phi, oder, und in den Sinus, das hier. Oder hier, das folgt halt aus den Potenzgesetzen auch, ja. Ne, dass wir, wenn du das e hoch phi, i phi hoch n, müssen wir das multiplizieren. Genau, eigentlich ist das logisch und von da kommt man nach da. Genau. Ne? Man kann jetzt auch von da nach da kommen. Genau. So, das ist die allgemeine Regel, ne? Z hoch n Betrag müssen wir, ganz wichtig, den Betrag von z müssen wir auch noch hoch n rechnen. Das haben wir gerade da stehen und genau das haben wir auch hier stehen. Ja. Ne? So, wozu ist denn das wichtig? Das ist ganz wichtig bei solchen Aufgaben. Ja. Ne? Wenn wir hier irgendwie eine binomische Formel, ist ja keine binomische mehr, aber wenn wir eine Formel haben, hoch irgendwas. Hoch 3 ist auch schon unangenehm. Hoch 4, hoch 5, hoch 18 gibt es alles. Ja. So, dafür ist der Satz des richtig wichtig. Ja. Ne? Mach mal. Ohne den geht's halt nicht. Ne? Probiert das mal. Und also, erstmal in Polarkanal umrechnen und dann seht ihr schon weiter. Ne? Ja. Pausiert mal. So. So, erstmal machen wir das einmal in Polarkoordinaten. Sehen wir Betrag von z hoch 7, e hoch i phi mal 7. Ja? Das ist ganz wichtig. Jetzt brauchen wir unser z und wir brauchen unser phi. Z kriegen wir, Betrag von z ist einfach 2 Quadrat plus 1 Quadrat, weil vor dem i steht eine 1. Kommen wir auf Wurzel 5 und phi nehmen wir Arcus Cosinus 2 durch Wurzel 5. Ne? A durch r. A durch r war das, hatten wir im letzten Video gezeigt. Genau. Kommen wir auf 0,14 pi. Genau, hier müssen wir drauf aufpassen, das erklären wir im nächsten Video nochmal genauer. Ja. Es gibt eine Fallunterscheidung. In dem Fall ist jetzt b positiv. Im letzten Video war auch b positiv. B ist plus 1 in dem Fall. Und deswegen geht das im Arcus Cosinus. Im nächsten Video, da gehen wir nochmal ganz genau darauf ein. Das ist auch ein sehr wichtiges, ein sehr gutes Video. Also schaut euch das an, Jupp. Wie man den Winkel bestimmt, wenn b nicht positiv ist. Wenn es negativ ist, in negative Richtung, da muss man halt noch ein Minus vorsetzen. Guckt euch das an, dann versteht ihr das alles erst richtig. Gut, dann, wie gesagt, setzen wir die ganze Nummer einfach mal ein, den ganzen Spaß. Genau. Warum steht hier 7 halbe? Also wir haben ja eigentlich 5, ne? Wurzel 5 ist ja 5 hoch 1/2 und 5 hoch 1/2 müssen wir noch hoch 7 rechnen. Ne? Haben wir den Betrag hoch 7, also steht hier 5 hoch 1/2 mal 7, also 7 halbe. Man kann auch einfach, kannst du Taschenrechner eingeben, dann kommt da irgendwas raus. Ne? Genau, könnt ihr auch machen. Irgendwo über 100 wird da rauskommen. Jo, auf jeden Fall. Genau, das dann einfach so hingeschrieben. Ne? Ganz wichtig hier ist nochmal, dass ihr das in Pi schreibt, aber das kennen wir alle schon. Ne? Genau, wir haben es ja eben schon gesagt, nächstes Video schauen wir uns an, wie wir mit komplexen Gleichungen rechnen. Ja. Dafür ist das Grundlage gewesen, wie wir vor allem auf das Phi dann richtig kommen. Wir haben es auch richtig gemacht, aber es gibt noch eine kleine Fallunterscheidung. Genau. Dranbleiben, Leute, ne? Ciao.